Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von HDM Newstime, euer Update für Hochschule, Campus und City. Wir freuen uns, dass die erste Ausgabe so gut bei euch angekommen ist und starten auch heute wieder mit unserer ersten Rubrik, alles über die HDM. Der April ist der Monat der Fristen. Die wohl wichtigste ist die Prüfungsanmeldung vom 24. bis 29. April. Also auf keinen Fall vergessen. Alle anderen Fristen, wie zum Beispiel die Anmeldung zur zweiten Wiederholungsprüfung, findet ihr wie immer online im aktuellen Terminplan des aktuellen Semesters. Sag mal, Sina, hast du eigentlich auch immer dieses Problem, dass dein Handy-Akku ständig leer ist? Allerdings. Dafür hat die VHS jetzt eine Lösung. Und zwar ist die HDM die erste Hochschule in Baden-Württemberg mit jeweils zwei Ladestationen für eure Smartphones. Also ist euer Akku mal wieder leer, dann ab zur Ladestation. Mittwoch ist wie immer Kinotag an der HDM. Und falls ihr schon immer mal einen Film, der über zwei Stunden ohne Schnitt gedreht wurde, sehen wolltet, dann geht doch diese Woche einfach in Victoria. Außerdem läuft in den nächsten Wochen die Remounts-Dokumentation CBGB, The Help und der 3D-Film Inside Out. Kommen wir zu einer tollen Aktion der VS, über die sich unsere Reporterin Natascha bei Manuel von der VS informiert hat. Ab dem 5. April bietet die VS hier an der HDM eine eigene Mittagessenversorgung an. Worum es dabei eigentlich geht, erklärt uns jetzt Manuel. Bei der Mittagessenversorgung geht es darum, dass die Studierenden schon seit längerem, seit Jahren unzufrieden mit der Essensversorgung hier an der Hochschule sind. Die Preise sind zu teuer und die Mensa, wo durch das Studierendenwerk und die subventionierten Preise durch unsere Beiträge die Essen günstiger sind, ist ein ganzes Stück weit weg, sodass oft die Zeit in unserer einstündigen Mittagspause nicht ausreicht, um mit den langen Schlangen auch an das Essen zu kommen und genügend Zeit zu haben, Mittag zu essen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine kurzfristige Zwischenlösung, sodass, bis es langfristige Lösungen gibt, jeden Mittag das Essen an die Hochschule angeliefert wird, von der Mensa frisch zubereitet. Wie kann man dann das Essen bestellen und wie bezahlt man? Die Studierenden können über eine von uns geschaffene Plattform jeden Tag bis 10.15 Uhr die Essen bestellen und ab 14.30 Uhr bis zum nächsten Tag. Wenn man bis 10.15 Uhr bestellt hat, wird das Essen noch am selben Tag geliefert. Und wo kann man das Essen dann abholen? Die Essen können gegenüber vom Haupteingang abgeholt werden. Dort steht jeden Mittag ab 12.45 Uhr ein weißer Transporter und ist kaum zu übersehen. Dort einfach mit der Bestellnummer, ganz wichtig, hingehen und das Essen abholen. Wie lange läuft das Angebot voraussichtlich? Das Angebot läuft vorerst 4 Wochen. In dieser Zeit evaluieren wir, ob es auch von den Studierenden hier angenommen wird und entscheiden danach den 4 Wochen, ob es weitergeführt wird. Wir möchten aber auf jeden Fall das Angebot weiterführen und sollte nichts dagegen sprechen, werden wir das auch tun. Dann vielen Dank dir für das Interview. Ich hoffe, ihr probiert den Dienst mal aus und damit gebe ich zurück ins Studio. Falls ihr wie wir von dieser Aktion begeistert seid, dann unterstützt doch die VS und geht am 20. April zur Gremienwahl. Ihr habt Zeit von 10 bis 16 Uhr eure Stimme abzugeben und zwar hier im Foyer der HDM. Gewählt werden die studentischen Vertreter für den Senat, die Fakultätsräte sowie die verfasste Studierendenschaft. Dieses Jahr könnt ihr außerdem zum ersten Mal eure Stimme auch per Briefwahl abgeben. Weitere Infos hierfür findet ihr auf der Webseite der VS. Also nutzt eure Chance und geht wählen! Lust auf eine abgespacete Party? Am 22. April findet die Space Night der Luftis an der Universität in Stuttgart statt. Los geht's um 20.30 Uhr. Die Vorverkaufstermine werden demnächst auf Facebook bekannt gegeben. Holt schon mal eure Lederhose und euer Dindel aus dem Schrank. Am 16. April werden wieder die Fässer auf dem Cannstatter Frühlingsfest angezapft. Dann habt ihr Zeit, bis zum 8. Mai vorbeizuschauen. Falls ihr aber nach einer etwas ruhigeren Alternative sucht, dann wäre das Open-Air-Kino auf dem Stuttgarter Schlossplatz etwas für euch. Dieses Jahr vom 26.04. bis zum 1. Mai. Besonderes Highlight: Star Wars. Pünktlich zum 39. Geburtstag findet am 23. April die Wiedereröffnung des Planetariums statt, das aufgrund eines Umbaus ein Jahr lang geschlossen war. Der Eintritt am Eröffnungswochenende ist kostenlos, also nutzt die Chance und schaut vorbei. Außerdem wurde in Bad Cannstatt Baden-Württembergs größte Trampolinhalle eröffnet. Unsere Reporterin Adriana hat diese für euch getestet. Wir sind jetzt in der Sprungbude in Stuttgart. Hier hat am 30. März eine der drei größten Trampolinhallen Deutschlands eröffnet. Auf über 1700 Quadratmeter gibt es hier mehr als 80 Trampoline. Und die schauen wir uns jetzt an.
Ich bin jetzt hier mit Franzi von der Sprungbude. Franzi, warum sollte man hierher kommen? Was habt ihr hier so zu bieten? Also, wir haben unsere große Free-Jump-Area, wir haben zwei Dodgeball-Arenen, ein Slam-Dunk, zwei Airbags. Ja, man sollte herkommen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht. Die Sprungbude hat Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar schon ab 10. Wenn ihr weitere Infos wollt, geht doch einfach auf die Webseite sprungbude.de. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß, also kommt doch einfach vorbei. Und ich gebe jetzt zurück ins Studio. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, tschüss!